Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Heute machen wir mal Ravioli mit einer Kartoffel-Kürbisfülle. Ganz was Einfaches und passt natürlich hervorragend jetzt in die Zeit. Kürbis, da kann man so viele tolle, herrliche Gerichte draus machen. Und ich möchte eben gerne mal diese Kürbis-Kartoffel-Ravioli machen. Und da macht man seinen Teig auch selber, muss man ja fast bei den Ravioli. Und das ist ganz einfach. Ich würde sagen, wir starten gleich. Die Zutaten habe ich mir natürlich schon abgewogen. Es ist ja nur das Mehl zum Abwiegen. Und den mache ich gerne in der Küchenmaschine mit dem Knethacken. Das geht wunderbar. Also da habe ich jetzt mal das Mehl. Ordentlich salzen. So ein Nudelteig, der braucht schon ein bisschen was. Das rühre ich jetzt mal kurz durch. So. Dann haben wir da ein Ei. Und da geben wir ein bisschen Kürbiskernöl rein in diesen Teig. Dann haben wir eigentlich schon alles beieinander. Nur noch das Wasser dazu. Und den kneten wir jetzt einmal, bis wir einen schönen glatten Teig haben. So, da haben wir jetzt einen schönen glatten Nudelteig. So, den geben wir einfach da vom Knethacken herunter. Man sieht schon, der ist total super. Der ist genau richtig. Ganz, ganz leicht. Nein, eigentlich ist er fast gar nichts klebrig auf der Hand. Da habe ich gar kein Mehl. Also der ist genau richtig. So. Den lassen wir jetzt da einfach in der Schüssel zugedeckt, einfach nur bei Zimmertemperatur eine Stunde ungefähr rosten. Und in der Zwischenzeit werden wir uns die Fülle vorbereiten. Also für die Fülle brauchen wir gekochte Kartoffeln. Die habe ich mir da jetzt schon mal vorbereitet und die werden wir im Salzwasser einfach einmal kochen. Ich habe jetzt geschälte Kartoffeln genommen und die werden wir dann nur stampfen, damit wir in der Fülle ein bisschen Struktur haben. In der Zwischenzeit werden wir uns noch einen Kürbis vorbereiten. Ich mag für solche Gerichte ganz gerne den Hokkaido-Kürbis. Der hat nämlich ganz einen tollen Geschmack. Für mich eigentlich eher den intensivsten Geschmack. Da haben wir jetzt ein Stück runtergeschnitten und da müssen wir natürlich die Kerne herausgeben. Es geht am einfachsten mit einem Löffel. Einfach so herausschaben, bis das ganze Kernelwerk da einfach heraus ist. So. So passt es. Den Hokkaido-Kürbis könnte man schälen, wenn man mag, muss man aber nicht. Da kann man nämlich die Schale mitessen. Jetzt schneiden wir da Scheiben runter und machen dann draus kleine Würfel. Und diese Würfel sollten wirklich eher klein sein, weil sie ja die Fülle von dem Ravioli dann drinnen sind. Dann sollte es eigentlich angenehm sein. Aber Würfel sind halt doch schöner, als wenn man es reibt. Schaut halt irgendwie schöner aus. Die werden wir dann ganz kurz nur kochen. Der Hokkaido-Kürbis. Der hat nur eine kurze Garzeit, der ist schnell durch und dass er uns ja nicht so weich wird, einfach nur kurz in ein bisschen Salzwasser kochen, abschrecken und den geben wir dann so in die Fülle rein. So, da habe ich mir meine kleinen feinen Kürbiswürfelchen schön ins Pfandl gegeben, mit ein bisschen Wasser aufgestellt. Das salzen wir uns auch gut und das werden wir einfach nur für ein paar Minuten kochen, damit sie wirklich nur ein bisschen knackig sind. Die Kartoffeln sind gekocht, die sind schön weich und die gebe ich mir jetzt gleich in eine Schüssel und die werden nur mit der Gabel ein bisschen zerdrücken, wie ich schon gesagt habe zuerst, damit diese ganze Fülle dann ein bisschen Struktur hat, braucht man es nicht durch die Presse, die Kartoffeln einfach nur mit der Gabel zerdrücken und so passt es dann schon. Ich habe da mehlige Kartoffeln genommen. Vorwiegend festkochende gehen natürlich auch.
Aber die Mehlinge hat man halt eine ganz tolle Masse. So, da gebe ich jetzt den Kürbis dazu. Der hat auch so eine schöne Farbe, das ist ein bisschen. So, oder? Toll schaut das aus. Dann einen Löffel Frischkäse geben wir da hinein. Das Ganze würzen wir mit Salz, Pfeffer aus der Mühle. Und wer eh oder beim Knödel machen und so sagt, alles was ins Wasser kommt, alles ordentlich salzen, ordentlich würzen, weil das laugt alles ein bisschen aus. Ich gebe da noch ein bisschen was von meiner Hexenwürze dazu, also ein bisschen Gemüsesuppenpulver halt. Und ein bisschen Knoblauch. So. Und hätte ich jetzt bald vergessen. Natürlich Muskatnuss passt auch hervorragend. Kartoffel, Kürbis passt Muskat immer gut dazu. Das Ganze verrühren wir nochmal. Und so haben wir eine wunderschöne Masse zum Füllen für unsere Nudeln. Ah, hätte ich bald vergessen. Da haben wir ein bisschen Grün dazu, schaut auch noch gut aus. Ein bisschen frischen Petersilie rein. Das schaut allweil schön aus. Die Masse stellen wir uns dabei auf die Seite und wir werden uns unseren Nudelteig bearbeiten. Ich nehme heute mal die Nudelmaschine. Wenn man schon eine hat, dann sollte man es natürlich auch hernehmen. Gell? So. Der Nudelteig hat jetzt eine Stunde gerastet und den habe ich jetzt auf die Arbeitsfläche gegeben. Ganz wenig Mehl nur und da werden wir jetzt mal halbieren. Ganz leicht ein bisschen mit dem Rollholz ein bisschen ausholen. Toller Nudelteig, der ist ganz, ganz toll. Und ich finde, der schaut auch toll aus durch das Kürbiskernöl. Gell? So, und jetzt werden wir mal durch die Nudelmaschine lassen. Jetzt schauen wir mal zuerst ein bisschen. Ein bisschen größer und wunderbar. Jetzt gehe ich noch eine Stufe höher, Stufe 5, und das wird dann schon reichen für unseren Nudelteig. Schätze ich mal. Ah ja, super. So ist er genau richtig. Von der Stärke. So. Und jetzt werden wir den zweiten Teil mache ich jetzt genau gleich und dann machen wir weiter. Ich habe da so einen Ravioli-Stempel und die Größe von dem markiere ich mir jetzt da zuerst ein bisschen. Nur damit ich weiß, wie viel Fülle dass ich da hineingeben muss. Voilà. Oh, das ist wahrscheinlich eh schon. Also ich habe da jetzt bei meiner Größe habe ich da einen Kaffeelöffel voll circa. So, und dann gibt man das da drauf. Den Stempel werden wir ein bisschen ins Mehl tauchen. Und jetzt werden wir das Ganze einfach aufstechen. So, das war der erste. Hex, Hex. So, jetzt haben wir sie alle. Wunderschön sind sie wohl. Es ist optimal, super mit diesem Stempel.
gegangen. Da haben wir uns schon ein Wasser aufgestellt, das haben wir schon gesalzen. Und jetzt fängt es schon an zu köcheln und jetzt werden wir uns die mal leicht siedend, so 3-4 Minuten, werden wir es köcheln. Unsere Kürbis-Ravioli, die sind jetzt eigentlich fertig. Da schalten wir ein bisschen zurück. Und jetzt werden wir uns gleich ein bisschen am Butter in der Pfanne schmelzen. So. Und da geben wir gleich ein paar Blattl Salbei dazu. Ein bisschen Salbei-Butter, das passt total super gut für so Teigtaschen, Nudelgerichte. Das ist dann was Tolles. Jetzt werden wir uns mal da ein paar rausfischen. Und da schauen wir jetzt, dass wir es vielleicht ein bisschen trocken tupfen, nur so, dass wir nicht zu viel Wasser in die Butter einbringen. Dann geben wir die da rein. Verschwenken wir es ein bisschen in dieser Butter. Umdreht. Und soweit ist das Gericht eigentlich schon fertig. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen schön anrichten im Teller. Mit ein paar Kräutern noch, mit ein bisschen Schnittlauch und natürlich mit Parmesan bestreuen und die Butter noch drauf geben. Und was total super gut dazu passt, da gibt es ja diese Snacknüsse, diese scharfen Chili-Snacknüsse. Und die, wenn man die da ein bisschen in die Butter reingibt, ganz leicht anwärmen da und da oder drüber gibt, das passt so gut dazu, das ist total super. Also da ein bisschen Parmesan drauf. Vielleicht noch mit einem ganz kleinen bisschen vom Kürbiskernöl noch ein bisschen beträufeln. Also das passt alles so wunderbar zusammen. Ist vielleicht ein kleiner Zeitaufwand, dieses Gericht, aber es zahlt sich allemal aus. Es ist günstig und total super gut. Probiert es aus, macht es noch. Es ist keine Hexerei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.